Bunker, Geschützstellungen, Radar und Kanonen. Eine Abenteuertour durch das südlichste skandinavische Land, Dänemark. Was treibt zwei ausgewachsene Männer über Jahrzehnte immer wieder in den kühlen Norden? Seit mehr als 20 Jahren fahren zwei Freunde, Steffen und Eckhard, zu den nördlichen Nachbarn Deutschlands nach Dänemark. Sie sind auf Spurensuche der Geschichte. Wer kennt sie nicht, die grauen Klötze aus rostigem Stahl und kaltem Beton? Sie findet man auf Schritt und Tritt auf den Stränden und in deren unmittelbarer Nachbarschaft. Hässliche Erinnerungen an eine glücklicherweise längst vergangene Dunkelepoche Deutschlands unter Herrschaft des Nationalsozialismus. Doch wozu haben diese Bauwerke gedient? Das macht neugierig, um mehr zu erfahren. Beide Freunde beschäftigen sich seit ihren ersten Urlauben in Dänemark in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dieser Frage. So entstanden die sinnbildlichen Touren auf den Spuren unserer Großväter, die Touren zu den monumentalen Hinterlassenschaften der deutschen Besatzer, die Touren zu den klobigen, gebrochenen Überresten des von den Medien des Dritten Reiches so gepriesenen, stolzen Atlantikwalds. Sehen Sie einzigartige Aufnahmen von den Überresten des einstmals so mächtigen Bollwerks der deutschen Propaganda. Besuchen Sie über Jahrzehnte mit beiden die größten Stellungen, die in Dänemarks Dünen zu finden sind. Besichtigen Sie mit Steffen und Eckhardt die gut erhaltenen Überreste der beiden Küstenbatterien mit je 4x38 cm Schiffsgeschützen in Hanstholm und Blavand. Versuchen Sie sich vorzustellen, in fensterlosen Klötzen aus teilweise meterdicken Beton zu wohnen, besser zu hausen. Finden Sie mit den beiden Freunden einige der großen Radarstellungen, die das Deutsche Reich vor den verheerenden Luftangriffen schützen sollten, und nutzen Sie die Gelegenheit, Einblicke in das Innere von diesen stockfinsteren Bauwerken zu bekommen. Die Olsenbande kennt fast jeder. Die kleinen dänischen Gauner Egon, Bjenny und Skjeld, die immer zu den Verlierern der Gesellschaft gehörten. Steffen und Eckhardt besuchen die originalen Schauplätze, an denen die Aufnahmen zu einem der Teile entstanden. Die Bunker gibt es wirklich. Seien Sie gespannt auf den neuen Film von Weinbrand Productions. Seien Sie gespannt auf Der Atlantikwall in Dänemark und sein Zustand heute.